Herzlich willkommen in unserer Servicestelle und Musterwohnung für alters- und pflegegerechtes Wohnen vom Pflegenetzwerk im Vogtlandkreis. Ich nehme Sie gerne mit rein. Bei uns in der Servicestelle oder auch Musterwohnung bieten wir sozusagen eine Beratung rund um das Thema Pflege, Betreuung und Wohnen an. Und wir geben sozusagen Hilfestellungen, dass die Selbstständigkeit auch bis ins hohe Alter erhalten bleiben kann. Wir vermitteln entsprechende Hilfsangebote und auch Unterstützungsangebote, wie zum Beispiel Nachbarschaftshilfe, Alltagsbegleiter und stehen einfach rund um Fragen zum Thema Pflege zur Verfügung. Die andere Seite ist noch, wir bieten auch entsprechende Wohnraumanpassungsmaßnahmen an, also die Beratung dazu. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Umbau ansteht, wir helfen bei der Antragstellung bei entsprechenden Umbaumaßnahmen und stehen da gerne zur Verfügung. Hier sind wir jetzt in unserem Wohn- und Schlafraum angekommen, in unserer Servicestelle. Hier haben wir verschiedene Hilfsmittel. Menschen mit Demenz, die zum Beispiel dann unbeaufsichtigt oftmals das Bett verlassen, eine Weglauftendenz auch haben, haben wir hier zwei Optionen, um das Ganze sozusagen zu vermeiden oder einfach zu verhindern. Zum einen den Vorhang, dass man gar nicht erkennt, dass die Tür zu öffnen ist, oder auch die Option einer Türverkleidung, indem man jetzt ein Bild anbringt, dass derjenige gar nicht auf die Idee kommt, das als Türe zu nutzen. Hier sind wir in der Küche von unserer Musterwohnung. Und zwar zum einen ist hier zu sehen die unterfahrbare Küchenzeile, die es auch Personen, die im Rollstuhl sitzen oder auch da ein Handicap haben, einfach möglich zu machen, diese zu nutzen. Und hier ist auch nochmal entsprechendes Funktionsgeschirr zu sehen, dass einfach eingeschränkte Personen auch die Möglichkeit haben, selbstständig zu essen und die Mahlzeiten zuzubereiten und auch einzunehmen. Zum anderen haben wir gerade noch für unsere Demenzerkrankten auch hier nochmal die Bilder an der Küchenzeile dran, dass diese Personen auch genau wissen, was sich hinter den einzelnen Schubladen verbirgt und dann selbstständig diese Schübe öffnen können. Um eine entsprechende Barrierefreiheit zu schaffen, haben wir hier noch unser Ausstellungsstück, den Treppenlift. Den kann man sozusagen einsetzen, einbauen, wenn einfach Einschränkungen bestehen, um auch auf die andere Etage zu kommen. Wir beraten auch gerne, wenn es um das Thema Finanzierung geht, Fördermöglichkeiten. Und da stehen wir auch gerne, wie gesagt, zur Verfügung und geben da gerne Tipps, an welche Institutionen oder wo man sich hinwenden kann. Bad hält auch entsprechende Hilfsmittel für eingeschränkte Personen bereit. Zum einen haben wir hier unsere Badewanne mit Einstieg. Zum anderen haben wir hier noch den Duschrollsitz, den Badewannenlift. Hier zu sehen ist ein unterfahrbares Waschbecken mit einem herausziehbaren Wasserkran und eine entsprechende Vorwandinstallation, die ganz leicht an die bestehenden Fliesen oder die bestehende Wand angebracht werden kann, um dann sozusagen entsprechend das gesamte Waschbecken zu installieren.
Gerne können Sie jederzeit unsere Ausstellung hier besuchen kommen. Wir sind hier zu finden in der Forststraße 35 in Plauen. Gerne können alle hier vorbeikommen, die Interesse dran haben, sowohl die Betroffenen selbst als auch die Angehörigen. Wir würden uns sehr über Ihren Besuch freuen bei uns. Thank you.